Es ist so genial. RT Deutsches Verboten kommt aber wieder als scheißlieber linksliberale Bürgerbude aus dem Westen. Und bei uns ist die Finanzierung gesichert. Endlich sind wir durch damit. Das machen wir noch ein bisschen schöner, wenn die Kohle da ist, Ivan. Die Redaktion von Stern TV distanziert sich von der Auswahl der Gästethemen und vor allem Meinungen in dieser Sendung. Diese Woche endlich wieder Deutsche in Moskau. Das erinnert an die dunkelsten Stunden der Vergangenheit. Nein, noch dunkler. Unsere neue Ministerin des Äußersten war in Moskau, legte Kranz nieder, sagte warme Worte und machte halt so Baerbock-Sachen. Ich als deutsche Außenministerin möchte dafür meinen Beitrag leisten. Deswegen habe ich, wie gesagt, in den letzten Monaten eigentlich fast nichts anderes gemacht. Nicht schlecht für eine, die erst einen Monat Außenministerin ist. Mit dem ganzen Westen will sie jetzt das Normandie-Format reanimieren, den OSZE-Prozess stärken. Dazu treffen die Kollegen Blinken und Lavrov sich auch nochmal am Freitag in Genf. Große weltweite Russendisco. Der Auslöser ist natürlich Input von Putin. 115.000 russische Soldaten sollen an der Grenze zur Ukraine stehen. Und damit ist ja wohl klar, wer schuld ist. Der Russe, dicke Überraschung, und die kann sogar sprechen. Denn die Eskalation geht ja nicht weder von der Ukraine aus, noch von der Europäischen Union, den USA oder der NATO. Baerbocks Vorgänger, der Außenminister von Goslar, Sigmar Gabriel, heute Atlantikbrücke, weiß, wo der Hummer hängt. Lecker. Also schuld sind nicht Ukraine, EU, NATO, sondern Ukraine, EU, NATO machten vor 3 Jahren ziemlich genau das hier. Das ukrainische Parlament hat am Donnerstag für einen Verfassungszusatz gestimmt, der dem Land erlaubt, der Europäischen Union und der NATO beizutreten. Moment, was bedeutet das denn? Können wir bitte mal eine Karte haben? Ja, toll, das ist Hitlers Russlandfeldzug. Er kam bis 30 Kilometer vor Moskau, wo die überdehnte Front verreckte. Und jetzt die richtige Karte bitte. Sorry. Das ist Napoleons Feldzug nach Russland. Er kam auch bis Moskau, musste aber den Rückzug antreten, bis seine Armee beim Übergang über die Beresina verreckte. Zum Dritten. Ja, endlich mal was anderes als Penis. So hellblau sah die NATO 1990 aus und das kam seither sukzessive dazu. Die Russen nickten das sogar ab, 97. Damals, es war Frühling, man hatte sich lieb und sogar westliche Politiker sagten, man könne einfach Russland selbst in die NATO aufnehmen, dann herrscht Ruhe. Stattdessen entzweiten sich die Verlobten und heute bockt die deutsche Außenministerin Baersag. Oder umgekehrt. Und ebenso klar ist, dass eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland schwerwiegende Konsequenzen hätte. Die Ukraine geht, wenn sie das will, souverän in die NATO. Es bedeutet dann, dass deutsche, französische, amerikanische, alle westlichen Truppen bis 500 Kilometer vor Moskau kommen. So mit Kaserne, mit Flughafen, mit... Ist der Führer doch neidisch. Was bedeutet das? Mon Dieu, les Allemands? Und natürlich, klar, ein Glückwunschtelegramm vom Führer. Eine Frau. Nicht schlecht. Vermeiden Sie auf dem Rückweg Stalingrad. Was wäre eigentlich umgekehrt? Sagen wir mal, der Russe stünde 500 Kilometer vor Berlin, das wäre dann ungefähr so Düsseldorf. Ja, natürlich wäre das keine Provokation und auch überhaupt, dann wäre Berlin selber dran schuld. Was will der Russe überhaupt in Düsseldorf? Hat er gar kein Geld. Diese Eskalation ins Unglück haben deutsche Außenminister von Westerwelle bis Steinmeier, von Gabriel bis Maas sich kompetent angeguckt. Und jetzt? Im Westen nichts Neues. Der Kölner Kardinal Wölki hat eine Mitarbeiterin entlassen, weil sie einen Bürostuhl mit ins Homeoffice genommen hat. Das Kölner Arbeitsgericht kassierte diese Kündigung diese Woche. Im Hintergrund, die entlassene Juristin war für die Aufklärung sexuellen Missbrauchs im Bistum Köln zuständig. Wölki dazu, ja, das kann sie doch im Stehen machen. Und weiter, hätte sie statt des Stuhls einfach ein paar Messdiener mit nach Hause genommen, wäre sie heute noch mit dabei. Amen. Der britische Premier Boris Johnson... Entschuldigung. Der britische Premier Johnson vom Dachschaden will der altehrwürdigen BBC, einer nationalen Institution, die Finanzierung streichen. Das begeistert die deutsche AfD. Die fordert jetzt wie Johnson die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen zu streichen. In ihrer Not, eine bescheuerte AfD-Forderung nochmal zu übertreffen, will die CDU in Sachsen-Anhalt die ARD einfach gleich ganz abschaffen. Darauf wiederum entgegnet die AfD, nee, das geht zu weit, sie wolle ja die Öffentlich-Rechtlichen nur reformieren. Ergebnis, die AfD verteidigt also die ARD vor den Angriffen der CDU. So scheiße fand ja nicht mal ich sie.
Also die ARD. Morgen hier, Boris Johnson verbietet die Beatles. Heute, vor 10 Jahren, verstorben und der Song ist so traurig, als hätte sie es gewusst. Batterie sparen. Dafür fällt halt wieder die Gitarre um. Ach, irgendwas ist immer...